Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche. Ich begrüße Sie hier natürlich aus der Hansestadt Wismar. An meiner Seite Bürgermeister Thomas Bayer. Herr Bayer, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir haben momentan im Land Verwerfung, so nennt man es wahr. Die AfD liegt in Mecklenburg-Vorpommern bei 32%. Wir haben hier im Landkreis Nordwestmecklenburg Allianzen zwischen CDU und AfD im Kreistag, wo man sich fragt, wo kommt das her? Warum sind die Bürger unzufrieden? Warum hat sich so eine Wut angestaut? Wie sehen Sie das? Wie würden Sie diese Fragen beantworten? Natürlich vor dem Hintergrund natürlich, dass es ja viel mit Migration und Flüchtlingskrise zu tun hat. Was müssen wir als Politik, was müssen wir als Medien auch tun, um das natürlich irgendwie aufzuhalten? Also ich muss erstmal vorweg schicken, ich bin Hauptverwaltungsbeamter als Bürgermeister, als solcher gefragt und insofern werde ich sehr vorsichtig sein, mich zu einzelnen Parteien oder so zu äußern, zu dem Thema an sich natürlich und das tue ich auch gerne. Ich glaube, dass wir sehr aufpassen müssen, dass die demokratischen Parteien jetzt hier zusammenstehen und sich nicht auseinander dividieren lassen und sich auch nicht zerfasern lassen. Und das gilt nicht nur für die demokratischen Parteien, sondern das gilt auch für die Mitte der Bevölkerung, wie es oft im politischen Diskurs heißt, oder für die Zivilgesellschaft, das sage ich immer lieber, oder die Stadtgesellschaft für Wismar, dass wir hier zusammenhalten und zusammenrücken und nicht Dinge überdramatisieren, die sich hier vor Ort ganz anders darstellen. Ich meine schon, dass wir in der Vergangenheit und jetzt auch aktuell deutlich gemacht haben in Wismar, dass es möglich ist, Integration zu leben und auch Integration umzusetzen mit allen damit verbundenen Schwierigkeiten, Mängeln und all dem, was auch dazugehört. Ich will hier das nicht schönreden, aber die Zivilgesellschaft, die Stadtgesellschaft in Wismar hat da einiges geschafft. Deswegen habe ich das auch immer wieder nach vorne getragen und betont, dass wir durchaus dazu in der Lage sind, auch diese Herausforderungen zu stemmen. Das ist so das allererste, was mir wichtig ist. Und wichtig ist mir auch, dass wir vielleicht auch gerade die Leute, die immer mal wieder sich auch öffentlich äußern, in unseren Äußerungen sehr, sehr vorsichtig sind. Ich meine auch, dass wir auch durchaus mal die Landesregierung, auch die Bundesregierung zu kritisieren haben. Meine Kritik richtet sich insbesondere darauf, dass in den vergangenen Jahren aus meiner Sicht jedenfalls Integration nie mit der Ernsthaftigkeit betrieben wurde und mit den Kapazitäten und den Grundlagen betrieben worden ist, wie es eigentlich notwendig gewesen wäre. Und diese Kritik richtet sich an Land und Bund. Wir wissen ja, dass in Wismar wichtige Arbeit geleistet wird, auch sehr professionell, was die Unterbringung von Flüchtlingen anbelangt, aber auch was die Integration anbelangt. Aber Wismar, haben wir den Eindruck, trägt da ein Stück weit die Hauptlast, auch im Landkreis Nordwestmecklenburg, als sozusagen größte Stadt auch, vielleicht mit besonderer Verantwortung auch. Aber hier funktioniert das, in anderen Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern auch. Warum ist das sozusagen auf dem Land schwerer zu vermitteln? Das ist für mich auch schwer zu beantworten. In der Tat, die Hansestadt Wismar trägt die Hauptlast im Landkreis Nordwestmecklenburg. Das ist auch teilweise so betrieben worden, insbesondere durch die Vorgängerin von Herrn Schumann. Das ist von mir auch immer wieder kritisiert worden, dass das so nicht weitergeht. Auf der anderen Seite, wie gesagt, haben wir auch Bestmögliches gegeben. Damit meine ich die Stadtgesellschaft in Gänze und natürlich auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und all die Leute, die sich da engagieren. Ich stolpere immer wieder darüber, wenn wer auch immer formuliert, wir würden Gesellschaften oder Bürgerinnen und Bürger überfordern. Das ist in Grevesmühlen, in Dassow, in Schönberg, in Gardebusch, in Neukloster nicht geschehen. Das ist einfach, Entschuldigung, Blödsinn, der dort erzählt wird. Denn in diesen Orten hat es diese Form von Aufnahmen von Geflüchteten in dem Umfang überhaupt nicht gegeben. Und ich meine schon, dass diese Gemeinden
nicht nur diese, die Gemeinden insgesamt im Landkreis Nordwestmecklenburg natürlich ganz genauso gefragt sind und dazu auch in der Lage sind, dort Leute aufzunehmen. Also zu behaupten, dass der Landkreis in Gänze, der Landkreis Nordwestmecklenburg, dort an die Grenzen geraten ist, ist falsch. Das stimmt so nicht. Dass trotzdem auf Bundesebene, auf europäischer Ebene gehandelt werden muss, Flüchtlingspolitik auf eine andere Art und Weise betrieben werden muss. Darüber will ich gar nicht diskutieren, das ist dort zu klären. Wir haben hier die Aufgabe, das gilt für uns als Hauptverwaltungsbeamte, genauso wie für meine Kolleginnen und Kollegen in den jeweiligen Gemeinden. Wir haben die Aufgabe, wenn Geflüchtete hierher kommen, dann haben wir sie bestmöglich zu versorgen, unterzubringen und dann, wenn das Asylverfahren auch entschieden wurde, dann auch zu integrieren. Und da kann ich nur sagen, wer diese Aufgabe nicht erfüllt, ist fehl am Platze. Ja. Sie haben schon angesprochen, Sie fordern natürlich auch mehr Maßnahmen für die Integration. Von der Bundesregierung kommt jetzt auch gerade auf dem Gebiet Stellen zu streichen, beziehungsweise Mittel zu streichen, wo man sagt, irgendwie Integration oder natürlich Arbeit für die Demokratie, auch Bildungsarbeit ist extrem wichtig dabei. Was wurde hier in Wismar Besonderes geleistet? Wir haben ja gerade die interkulturellen Wochen. Wir haben den Eindruck, es funktioniert, es läuft. Da sind ganz viele Angebote für die Bürger da. Also ich glaube auch, und das sage ich hier als erstes, wenn wir nicht so viele auch ehrenamtlich Engagierte gehabt hätten, dann würden wir auch nicht so gut dastehen. Und das sage ich als allererstes, das ist wirklich ein großartiges Engagement. Aber es sind auch ein paar Strukturen geschaffen worden, sozusagen Anlaufpunkte, Punkte, wo Geflüchtete zusammenkommen können, wo sie sich aber auch mit anderen Leuten treffen können. Und gerade die interkulturellen Wochen sind ein Beispiel dafür, dass es Veranstaltungen gibt, die auch Begegnungen generieren sollen. Das ist für mich immer noch nicht ausreichend. Wir wollen stärker noch in die Breite der Bevölkerung und in die Breite der Stadtgesellschaft gehen, aber es sind wirklich gute Ansätze. Und ich habe an meiner Seite wirklich großartige Akteure. Da nenne ich das Jobcenter, was sehr viel für die Integration auf den Arbeitsmarkt getan hat. Da nenne ich unsere großen Vermieter, die Genossenschaften, die Wohnungsbaugesellschaft, die dafür auch das Ihrige geleistet haben. Da nenne ich eine ganze Reihe von Vereinen. IJGD fällt mir jetzt ein mit seinem Frauentreff dort an der Nikolaikirche. Oder das Boot fällt mir ein. Aber auch die migrantischen Vereine, LAKUM, Islamischer Bund, wie sie alle heißen, sie leisten wirklich im Gesamtkonzert mit der Stadt, mit der Stadtverwaltung, mit all den anderen benannten Akteuren und noch darüber hinausgehenden Akteuren leisten sie wirklich hier Großartiges. Und solche Strukturen braucht man. Solche Strukturen müssen natürlich auch finanziert werden. Und insofern, Sie haben das angesprochen, halte ich das vom Bund für das völlig falsche Signal, was dort gegeben wird in einer solchen Situation. Ich weiß nicht, was denjenigen reitet, hier solche Finanzierung in Frage zu stellen, das ist inakzeptabel. Ja. Unser Ansatz ist ja auch zu zeigen, dass natürlich in der Kommune die Arbeit funktioniert. Die Kommune hält zusammen. Hier wird auch von den Entscheidungsträgern, Sie haben es angesprochen, Sie haben es beschrieben schon, gute Arbeit geleistet. Auch in der Wismarer Bürgerschaft. Nächste Woche haben wir Bürgerschaftssitzung. Da wollten wir nochmal vorgreifen. Da stehen wichtige Themen drauf. Die Grünen fordern zum Beispiel, wir sind gerade dabei, auch einen Bericht dazu zu vorbereiten, Handlungen in Richtung Wismaria. Ne, ein kleiner Schandfleck in der Stadt, wenn man so will. Was für Möglichkeiten hat die Stadt, da vielleicht auch auf den Investor zuzugreifen und zu sagen, nun tu mal endlich was? Naja, wissen Sie, die Grünen kennen das Thema, die Bürgerschaft in Gänze kennt das Thema. Es gibt dazu verschiedene Informationen, die wir auch an Sie gegeben haben. Und das ist im Übrigen ja das Thema Hochbrücke auch kürzlich im Bauausschuss verhandelt worden. Und dazu ist auch seitens der Verwaltung auch zum Thema Wismaria ausgeführt worden. Es bleibt der Grundsatz, das Gebäude an sich, also das Bestandsgebäude, könnte saniert werden. Dazu gäbe es auch die Möglichkeit, die entsprechenden Genehmigungen, wenn auch die vollständigen Antragsunterlagen vorliegen würden, dann zu erteilen.
Aber der Eigentümer, der Investor verknüpft das ja mit weitergehenden Forderungen einer Bebauung sozusagen drumherum. Und dazu besteht zurzeit kein Baurecht. Das ist auch bekannt. Und wir haben immer auch deutlich gemacht, dass das Planfeststellungsverfahren jetzt demnächst eröffnet werden soll. Die letzte Aussage des Landesstraßenbauamtes zum Planfeststellungsverfahren für die Hochbrücke ist, dass das Ende des Jahres geschehen soll. Und diese Planungen müssen ja miteinander korrelieren. Das muss jedem klar sein. Deswegen bleibt es dabei. Das Bestandsgebäude könnte saniert werden mit einer entsprechenden Nutzung und mit entsprechenden Bauantragsunterlagen. Aber alles, was im Umfeld geschieht, muss planerisch auch korrelieren mit den Planungen des Landes. Und da läuft zunächst das Planfeststellungsverfahren für die Hochbrücke. Ja. Beobachten Sie das auch, dass es gerade im Baugewerbe, aber auch in der Ansiedlung in der Hansestadt Wismar mehr Zurückhaltung zu spüren ist, jetzt vor dem Hintergrund vielleicht einer drohenden Wirtschaftskrise auch für ganz Deutschland, dass man sagt, so ein Gewerbegebiet wie Hornsdorf, damit müssen wir uns einfach mehr Zeit lassen? Naja, also was Ansiedlungen betrifft, bin ich noch nicht so skeptisch. Wir sind jetzt ja erstmal mitten in der Erschließung und es gibt durchaus Anfragen. Das andere ist das Thema Wohnungsbau. Da sehe ich das schon natürlich kritisch. Und ja, da haben wir auch Investoren, die sich zurückgezogen haben, beziehungsweise die erstmal ihre Projekte in der Schublade liegen lassen. Wir haben erfreulicherweise aber auch andere, die jetzt noch mal anfragen und sagen, sie würden sich gern engagieren. Wie nachhaltig und wie belastbar das ist, müssen wir dann sehen. Ich habe sehr großes Interesse daran als Stadt, dass zusätzlich Wohnungen errichtet werden. Die benötigen wir. Wir befinden uns aber wirklich da in einer sehr schwierigen Phase, weil auf der einen Seite die Zinsen steigen und auf der anderen Seite auch die Baukosten steigen und insofern doch erhebliche Mieten aufgerufen werden müssten, die nicht zu realisieren sind. Das ist so das Grundproblem, in dem wir uns zurzeit befinden. Ich finde, wir sollten es jetzt nicht total dramatisieren. Es ist keine erfreuliche Situation. Das ist ohne Zweifel so. Ich glaube aber, dass sich die Situation dann irgendwann verändern und beruhigen wird. Wir werden unsererseits versuchen, die Projekte, die möglich sind und die weiterverfolgt werden, die auch weiter voranzutreiben. Das sind wir der Stadt letztlich schuldig, denn wir sind nach wie vor attraktiv und es ziehen Leute mit hierher und sie werden ja auch benötigt. Ja, Sie sind ja auch attraktiv als Arbeitgeber, die Stadt selbst ja in der Verwaltung. Dazu passiert am Samstag, den 23. eine Ausbildungsmesse hier im Rathaus sogar. Was kann man in der Stadt werden alles, außer Bürgermeister? Ach, man kann Veranstaltungstechniker werden, man kann Verwaltungsfachangestellte oder Verwaltungsfachangestellter werden, man kann Kauffrau im Tourismus werden, man kann sich für die Bibliothek oder für das Archiv ausbilden lassen oder man kann die Anwärter-Ausbildung, also das Fachhochschulstudium in Güstrow anstreben, um dann möglicherweise auch eine Beamtenlaufbahn einzuschlagen. Also es gibt schon eine Vielfalt an Berufen. Wir sind dabei, auch noch neue Ausbildungsmöglichkeiten zu erschließen und dann auch anzubieten. Erfreulicherweise haben wir immer wieder auch sehr gute Bewerberinnen und Bewerber, aber wir wissen, wir befinden uns im Wettbewerb. Und deswegen gibt es diesen Tag der Ausbildung am morgigen Samstag hier im Rathaus. Wir sind natürlich auch auf der Berufsbildungsbörse, die zurzeit gerade läuft und bei allen anderen Terminen, wo wir uns auch mit anbieten können. Wir brauchen mehr Nachwuchs, wir haben die Anzahl der Ausbildungsstellen erhöht. Wir bieten denjenigen, die ihre Prüfungen schaffen, an, dass sie dann auch dauerhaft übernommen werden, also unbefristet übernommen werden. Und es macht sehr viel Spaß, gerade in einer so herausfordernden Zeit für die Hansestadt Wismar zu arbeiten. Das kann ich jedem und jeder wirklich versichern. An dieser Stelle natürlich vielen Dank für das Gespräch, Herr Bayer. Liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir bleiben natürlich dran an den Themen unserer Hansestadt Wismar. Bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt Interview der Woche.